Hatte Philipp hier nicht ein Zauberding gebaut? Hat das jetzt ernsthaft wieder abgebaut? Warum lässt das nicht stehen, dass wir es nicht auch nutzen können? Philipp, was ist da los? Ich erwarte Antworten. Hier, das könnten wir übrigens, theoretisch gesehen, können wir hier ein bisschen sparsamer sein. Wir müssen es nicht verschwenden. Auch wenn wir es eigentlich dicker haben, aber... Einen brauchen wir noch. Was soll das denn? Hä, warum setzt du den... Ach so. Aber hier haben wir, guck mal, können wir den auch hier wegnehmen. So. Wie gesagt, muss ja nicht so verschwenderisch sein. Man sollte immer sparsam arbeiten, auch wenn man alles in Überfluss hat. So, die Maschine schmeißen wir mal an, mal gucken, was die macht. Strom. Und jetzt muss ich theoretisch gesehen Bruchstein da reinlegen und dann kommt Lava da raus. Ach du Heiliger. Was wir da alles reinlegen können. Okay. Bruchstein 004 muss drin sein und dann kommt Lava daraus. Das ist Bruchstein 004. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Vielleicht dauert das, also es brennt ja auf jeden Fall. Darf da nur einer drin sein? Muss da mehr drin sein? Brauchen wir vielleicht 64? Ich habe keine Ahnung. Wir machen mal Folgendes. Wir wollen natürlich rausfinden, wie die Maschine funktioniert. Wir hauen nochmal ein 64er Stack rein. Nee, Schnee und bei Wasser Eis. Oh, cool. Das hört sich spannend an. Das machen wir doch glatt. Der kann weg. Ich hau das da mal rein. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Spielt auch keine allzu große Rolle. Zeit haben wir. Wir lassen uns einfach mal laufen. Mehr können wir eh nicht machen. 1000 Millibucket. Auch 1000. Also so oder so. Ja, müssen wir gucken. Wir haben Zeit. Vielleicht dauert es einfach 10 Tage. Vielleicht müssen wir hier noch was machen. Ich weiß es nicht. Zur Not Philipp fragen. Ich bin da kein Experte. Maschine steht. So, und jetzt gucken wir mal. Vereiser hieß der. Oder wie hieß der? Die Maschine muss irgendwie anders heißen. Vertikal, bitte was? Was ist das alles? Vielleicht haben wir auch diesen Mod dafür gar nicht drauf. Eiser. Es gibt es nichts. Eiserne. Ich glaube, wir haben diese Maschine gar nicht zum Vereisen. Du hast mir geschrieben, Vereiser, so geschrieben. Wir können es aber anders machen. Ach du heiliger Bimbam. Pulverisierer. Du meinst den, glaube ich. Kann das sein? Schneebälle macht der. Benötigt Wasser und macht Schneebälle. Meinst du diese Maschine? Was Besseres gibt es nicht. Es kann nur der sein. Wir können die mal herstellen. Warum nicht? Wie gesagt, momentan. Glazial. Wir gucken mal, was sie benötigt. Ich bin mal gespannt. Die ist ja gar nicht so teuer. Ach komm, die ist geschenkt. Die nehmen wir doch glatt mal mit. Einmal das. Wobei wir echt aufpassen müssen. Unser Gold ist ein bisschen, naja, ein bisschen knapper Kasse sind wir da schon. Hat man ja schon gehört, Philipp sagt schon Goldtour und hast du nicht gesehen.
Schon haben wir die Maschine. Die setzen wir da oben ran. Die brauchen eine Wasserzufuhr. Können wir unendlich Wasser machen? Das gucken wir jetzt auch nochmal. Hä? Just do it. Das hat 4 Minuten keiner was geschrieben. Oder doch? Ich schalte mal den Chat um. Ich bin auf Live-Chat. Top-Chat. Ich gehe mal auf Live-Chat. Habe ich irgendwas übersehen? Nö. War eigentlich 4 Minuten ruhig bei mir. Just do it. Jetzt müssen wir gucken, ob wir unendlich Wasser herstellen können. Wasserdampf. Das hört sich auch interessant an. Ja, das ist Schwachsinn, weil hier brauchen wir einen Abfüller. Das wollen wir nicht. Die Presse aus Kaktus. Wir könnten unendlich Kaktus machen. Also bekommen wir auch unendlich Wasser mit Hilfe von Kaktus. Das sollte kein Problem sein. Oder Schnee in Magmatil. Wir könnten Schnee, aber dann bräuchten wir noch einen Magmatiegel. Das ist natürlich suboptimal. Da finde ich es fast besser, wenn wir uns draußen eine kleine Farm bauen, einen Farmer einsetzen, der eine Kaktus macht, zack, und daraus ziehen wir uns das Wasser dann. Halte ich fast für besser. Ihr könnt mir gerne eure Meinung sagen, aber noch einen Magmatiegel bauen ist vielleicht ein bisschen viel Aufwand. Bringt auch noch 500. Ja gut, das ist nur Abfüllen im Endeffekt. Aus Zuckerrohr machen wir Zucker und bekommen auch noch Wasser. Das ist natürlich noch besser. Zuckerrohr haben wir ja auch eine Menge und das wächst schnell. Und wir bekommen noch Zucker. Das ist ja fast noch besser. Okay. Wir müssten mal gucken, wie machen wir das? Wir nehmen Zuckerrohr. Ich habe da eine Idee. Ich habe da eine Idee für eine Farm und dann haben wir unendlich Wasser. Okay. Wir bauen dieses Gerät. Oh Gott. Zentrifugal, da haben wir schon. Okay, wir haben alles mit Kompass sogar. Krass. Nee, haben wir nicht. Wir haben gar nichts. Gut, ein Kompass haben wir schon mal. Bitte, was ist das? Warum haben wir diese Barren nicht? Hier können wir schon mal 2 machen. Die Barren gucken wir uns zuletzt an. Hier brauchen wir 1. Das Gold wird halt natürlich langsam eng. Das muss man schon sagen. Aber das ist cool, was man alles herstellen kann. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt müssten wir alles haben, bis auf diese komischen Barren. Ich weiß nicht, wie ich das herstelle. Achso, in Aloe Clean. Dann können wir den aber auch in Dings machen. In der Induktionsschmelze. Aloe-Smelzer. Ein Kupferbarren und Nickelbarren. Kupferbarren, komm mal her. Nickel haben wir, glaube ich, nicht ganz so viel. Ja, Nickel, komm, wir nehmen die Hälfte. Wir nehmen die Hälfte, 32 Stück von denen. Keine Ahnung, ob wir das brauchen, ob wir die überhaupt noch brauchen, aber wir haben es dann zumindest. Dann geht das Glas zurück. Es ist ein Traum. Wir haben ein unendliches System. Ach, ist das cool. Also wenn wir das jetzt gleich hinkriegen, läuft. Brauchen wir uns keinen Kopf machen. Reicht sogar schon. Wir sind Level 65. Wir sollten mal gucken, wie wir XP speichern können. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Und das sollten wir auch wahrnehmen. Diese Maschine war für die Wasserregeneration oder Wassergeneration vorhanden. Oder notwendig. Jetzt muss ich nochmal gucken. So richtig happy bin ich gerade nicht.
wir haben hier Lava, da Wasser, alles schön und gut. Aber ich würde gern hier den, es fehlt mir ein Block. Ich muss jetzt echt wegen Stein zurück. Wegen Stein. Wegen ein Stein. Wegen ein. Na gut. Zack, auch das kriegen wir hin. Setzen das dahin. Das Gerät hat natürlich noch keinen Strom. Wir brauchen Leitungen. Schließen wir natürlich gleich an. Beide. Beide, die wir gebaut haben. Lead. Nehmen wir mal mit. Und wir müssen mal gucken. Endeffekt wollten wir ja auch noch. Wollten wir auch noch die Kaktusfarm dann jetzt machen. Sonst lohnt es sich ja gar nicht. So. Und hier das gleiche. Zack, alles hat Strom. Aber wir ziehen hier ordentlich Strom mittlerweile auch. Okay, wir gehen mal gucken, wie es mit dem Speicher hinten aussieht. Ob da überhaupt noch genug ankommt. Nicht, dass wir gleich ohne Strom dastehen. Alles kein Problem. Das ist nämlich die Hauptstromversorgung. So. Und wir machen mal so grob erstmal wieder zu. Nur grob. Das machen wir natürlich alles noch schöner. Ja, das ist klar, das wird nicht so bleiben. Das geht so nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Für die brauchen wir Kakteen. Mit denen können wir aus Kakteen Wasser machen. Dieses Wasser. Oh, hier, schaut mal. Das geht. Da kommt Lava. Wahnsinn. Hier können wir Schnee herstellen. Aus Wasser Schnee. Hier können wir aus Kaktus Wasser herstellen. Das kann hier rüber geleitet werden, das Wasser. Oder aber hier unten rein. Also wir haben jetzt alles. Wir können Schnee... Wir können alles. Wir sollten jetzt ganz kurz... Jetzt kommt's. Wasser. Wir brauchen mal zwei Eimer. Zwei. Die werden wir auch gleich brauchen. Und was wir noch brauchen... ist dieses hier. Wir werden uns eine Kaktusfarm machen. Und haben wir noch einen Farmer? Wir haben auch noch einen Farmer, das ist ja ein Traum. Jetzt müssen wir überlegen, es wäre natürlich sinnig, Sand mitzunehmen, denn Kaktus wächst, glaube ich, nur auf Sand oder zumindest optimalerweise. Das heißt, wir nehmen nochmal einen Stack Sand mit und dann haben wir unendlich Wasser, unendlich Lava, unendlich Schnee. Alter, wie geil ist das? Ich jetzt verstecken müssen, dass Philipp das nicht sieht. Als Überraschung, aber gut. Jetzt ist es so, wie es ist. Sand, da haben wir es doch schon. Zack. Sehr schön. Jetzt die Frage, wohin mit der Kaktusfarm? Am besten natürlich ein Chunkloader, weil ansonsten haben wir nicht unendlich. Aber hier vorne würde ich keine Kaktusfarm haben wollen, wenn ich ehrlich bin. Nicht Kaktus, doch Kaktus. Zuckerrohr wollten wir machen. Zuckerrohr. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Maschine gemacht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir hier... Wenn wir mal gucken. Eins. Wir müssten jeden zweiten müssten wir ausheben. So, dann müssen wir mal gucken, wenn hier einer steht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mehr geht ja nicht. Und jetzt wissen wir 9 nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das müssen wir natürlich abtragen dann, das ist klar. 9. Richtig, sehe ich das richtig? Die Maschine steht hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Müsste sich genau ausgehen. Also ich hoffe, es funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, dass es hier unterschiedlich hoch ist. Das müssten wir mal probieren. Ich weiß nicht, ob das eben sein muss. Andererseits, komm her, dann passen wir das an. Dann haben wir da gar keine Probleme.
So. Ja, dann machen wir es weg. Wie gesagt, hier können wir die Zuckerrohrfarm hinmachen. Ach, wie cool ist das denn bitte? Das ist das Schöne, das gemeinsame Entdecken. So, dann müssen wir so machen. In den Löchern kommt natürlich Wasser rein. Wasser rein. Ist das richtig? Doch, es wächst ja nur um Wasser, soweit ich weiß. Ich glaube, das muss direkt am Wasser stehen, damit das wächst. Wir gucken mal. Wir werden das gleich alles rausfinden. Ups. So, jetzt holen wir uns mal ein bisschen was von dem Zeug. Wir haben ja genug. Obwohl, bevor wir das machen, füllen wir die Löcher vielleicht mit Wasser. So, ist vielleicht ein bisschen aufwendig. Aber wir wissen, es lohnt sich. Wir sind ja nicht dumm. So. Ja, das ist Profi-Let's Play. Na, gehst du da durch? Ja, und dann, boah, eigentlich haben wir heute richtig viel geschafft. Also ganz ehrlich, Essensversorgung in Zukunft schon vereinfacht. Noch nicht 100% einfach und gesichert, doch gesichert auch. Essensversorgung vereinfacht und gesichert. Und wir haben vor allen Dingen, wie gesagt, immer noch Potenzial, uns zu entwickeln. Das ist eigentlich das richtig Coole. So, zu viel machen wir mal nicht. Und dann, zack. Ist das denn jetzt richtig? Wenn die Maschine hier steht, sagen wir mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das passt perfekt. Und man kann es natürlich immer nur so aufstellen. Ich weiß nicht, ob es da eine bessere Farmmethode gibt. Aber es spielt auch keine Rolle. Wahrscheinlich kann man es irgendwie immer optimieren. Also wenn ihr da eine Idee habt, könnt ihr es natürlich gerne schreiben. Heißt aber nicht, dass wir jetzt sofort alles hier umkrempeln. Nur man kann sich natürlich angucken und für die Zukunft lernen. Denn ich glaube, die Farm ist schon nicht so ineffektiv. Oh, das war schon. Zum Glück haben wir hier genug. So, müssen wir gucken. Hier fehlt noch, da fehlt noch. Jetzt haben wir alles, oder? Es sollte alles bepflanzt sein. Jetzt kommt hier das Gerät rein. Der Gerät. Ich glaube, der guckt immer so, wie man guckt. Ich weiß gar nicht, ob ich im Block vor sein darf oder so. Ich habe keine Ahnung. Komm, wir hauen es da einfach rein. Setzt er das neu? Versteht er das? Nee. Ach, der hat keinen Strom. Wie soll er es auch verstehen? Jetzt müssen wir gucken. Strom. Wir machen folgendes. Einen neuen Punkt. Strom ist nur vorübergehend. Ich würde gern ändern. Fett rot. Das muss mich blenden einfach. Jawohl. Es hat den Vorteil, dass wir von unten immer gucken können. Bock, einen Server zu bewerten? Nein, möchte ich nicht, lieber Falkinho. Herzlich willkommen. Aber möchte ich nicht, nein. Jetzt müssen wir mal gucken. Strom ist hier hinter. Ich glaube, der ist genau in der Tinkerschmelze. Das ist das Problem.